Stell dir vor, es ist Spitzenspiel und du darfst nur zuschauen. Eine Rolle, die Stefan Petri gar nicht liegt. Der Kapitän des ERC Neuwied fehlt den Bären seit Wochen mit einem Wadenbeinbruch. So mussten es seine Mitspieler alleine richten im Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga. Tabellenführer Neuwied gegen den zweiten Herne. Der Gewinner hat die Regionalligameisterschaft quasi in der Tasche. Und Herne hatte was gut zu machen. Das Hinspiel hatte Neuwied auswärts mit 4:2 gewonnen. Die Gäste gaben Neuwied dazu eine Steilvorlage, erfolgreich ins Spiel zu starten. Zweite Minute, doppelte Überzahl. Doch außer einer Breakchance durch Marc Blumenhofen kam Neuwied nicht gefährlich vor das Tor von HEV-Keeper Stefan Kornewald. Chance zur frühen Führung vertan, was auch für Minute 5 galt. Die bis dahin beste Torgelegenheit der Partie. Der Schuss von Ernst Reschetnikow, das Nachsetzen von Christian Scheiker. Es blieb beim 0:0. Eine Minute später, was im Powerplay nicht klappte, das klappte in Unterzahl. Slavomir Kierdewicz mit der Führung. Andreas Czajka saß in der Kühlbox, als der Pole nicht nur das Bulli gewinnt, sondern auch zum Torschuss kommt. 6 Minuten gespielt, der Hexenkessel in Neuwied brodelte. Doch die Bären boten dem Gegner zu viele Überzahlsituationen an. Da musste irgendwann mal die Ordnung und auch die Übersicht verloren gehen. Drittes Powerplay im ersten Drittel für Herne. Marc Höfeler trifft nach 15 Minuten zum Ausgleich. Es war ein hochklassiges, ein rassiges Spitzenspiel. Unübersehbar, die beiden besten Teams in der diesjährigen Regionalliga. Viel beschnuppert wurde sich nicht, es ging gleich zur Sache. Wie in dieser Szene, Konter über Christian Scheiker eine Minute nach dem Ausgleich. Mit ein bisschen mehr Glück hätten die Bären zur Pause durchaus führen können. Die Zuschauer waren dennoch zufrieden. Offiziell 887 sahen eine flotte Partie. Die Magerkost der Vorsaison ist vergessen. Bei den Bären gibt's wieder Filet. Hinein ins zweite Drittel. Herne war so freundlich, sich in regelmäßigen Abständen Strafzeiten einzufangen. Diesmal musste Kapitän Philipp Luven auf die Strafbank. Doch im Abschluss haperte es bei Neuwied. Reschetnikow, Czajka und am Ende wieder Reschetnikow, der am leeren Tor vorbeischießt. Einige Fans hatten da schon gejubelt. Den Jubel gab es stattdessen auf der Gegenseite. Herne bestraft einen Fehler im Spielaufbau. Antti Jussimitinen fälscht den Schuss von Höfeler aus kurzer Distanz ab. Nach 21 Minuten gingen die Gäste erstmals in Führung. Eine Minute später, nachdem Andreas Läufgen gegen Keeper Kornewald nachgesetzt hatte, flogen zum einzigen Mal an diesem Abend die Fäuste. Ansonsten war es ein Spiel mit harten, aber selten unfairen Bandagen. Über weite Strecken der Partie konzentrierten sich die Teams aufs Hockeyspielen und das war gut so. Die einzige Ausnahme hatte Hernes Trainer Christian Sikorski anders gesehen als die Unparteiischen. Die aber schickten Sascha Panek nach einem Bandencheck mit Verletzungsfolge nach 37 Minuten vorzeitig zum Duschen. Pech für Herne, bitter aber auch für Neuwied. Andreas Läufgen musste mit einer Knieverletzung vom Eis. Auch für ihn war das Spiel nach dieser Situation vorzeitig beendet. Die anschließende Überzahlsituation. Bulli im gegnerischen Drittel. Doch dann geht's ganz schnell in Richtung Neuwieder Kasten. Mietinen mit dem Break. In der Mitte läuft Marc Höfeler mit. Und der macht in Unterzahl den dritten Treffer für Herne. Nicht unverdient. Herne hatte in dieser Phase die besseren Chancen in einem ausgeglichenen Spiel. 15:13 Torschüsse für den HEV im zweiten Drittel, aber auch 2:0 Tore. Die Fans skandierten Spitzenreiter und sie hatten recht. Im letzten Drittel setzte sich zunächst fort, was sich in Abschnitt 2 angedeutet hatte. Herne hatte die Sache hier im Griff, kam aber auch viel zu leicht zu Toren. Marc Höfeler mit seinem dritten Treffer an diesem Abend nach 46 Minuten. Dazu kam jetzt auch neu wieder Pech. Stefan Kaltenborn gewinnt das Bulli. Beim Pass an die blaue Linie bleibt die Scheibe aber am Schlittschuh des Unparteiischen hängen. Es sieht alles zunächst noch harmlos aus, zumal Herne in Unterzahl ist, aber dann geht's ganz schnell. Höfeler auf Mietinen, alle 5 Tore für Herne gingen auf das Konto der beiden. Noch 8 Minuten zu spielen, eine 5:1 Führung, was sollte noch passieren? Ganz ehrlich, einiges, denn nicht ohne Grund musste Sikorski seine Jungs noch einmal in die Spur bringen. Neuwied zeigte Kampfgeist, Willen und Einstellung, endlich. Stefan Kaltenborn, Christian Scheiker, Willi Hamann, ein zweiter Treffer für Neuwied, der Jubel hielt sich noch in Grenzen. Kurz danach, Bulli Neuwied, Ernst Reschetnikow mit dem Schuss, Christian Scheiker staubt ab, noch 5 Minuten zu spielen, es stand 3:5, der Jubel wurde intensiver. Jetzt brannte hier die Luft im Eishaus, die Fans spürten, da könnte noch was gehen. Und wie, 57. Minute, es ging Schlag auf Schlag, Slavomir Kierdewicz mit dem 4. Treffer für Neuwied. Zu mehr aber sollte es dann doch nicht mehr reichen, die Bären holen auf, verlieren aber mit 4:5.
Wenn wir jetzt dieses Spiel mal als Maßstab nehmen für die Oberliga-Aufstiegsrunde, da wird es immer solche Spiele geben. Wenn dann immer solche Fans kommen, die uns den Rücken stärken, wenn wir dann gezeigt haben, dass wir bis zum Ende kämpfen und wenn wir das sozusagen wiederholen können, immer bis zum Ende gehen, niemals aufgeben, dann sehe ich unsere Position nicht irgendwie als aussichtsloser Kandidat aus der Regionalliga, der nach oben schnuppert, sondern jemand, der bis zum Ende versuchen wird, sich sportlich an die Oberliga heranzutasten. Mit den Fans feiern durften am Ende beide Teams, der so gut wie Meister aus Herne und der EHC nach toller Aufholjagd. Ein Spiel noch, am kommenden Sonntag in Neuwied gegen Grefrath, dann geht's in die kurze Pause und ab Januar in die Oberliga-Aufstiegsrunde. Dann werden sich auch Herne und Neuwied noch einmal wiedersehen.